heute wird's heiß. Brandheiß. Und wenn man zu weit vorgeht, wird's brandkalt. Dann sieht's aus wie ein Tiefkühlfischstäbchen. So, der, guck mal, da müsste ich eigentlich Leben wiederkriegen, oder? Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Lego Marvel Super Heroes. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Und ich muss mir jetzt noch einen Weg suchen, wie wir... ich bin tot? Nein, bin ich nicht. Ich hatte gerade nur einen Überblick verloren. Wie wir den Destroyer da... Ach, ich kann was bauen. Siehst mal, wie wir den Destroyer da ablenken können. Ach, jetzt können wir es zurückschleudern. Aha. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So, auf wen gehen wir denn? Auf ihn? Ja, guck mal, jetzt haben wir ihn ein bisschen verbrüht. Ach, so ein Schwein. Das wäre so schön einfach gewesen. Sterblicher Schädling. Destroyer ist verwundbar. Schaltet ihn aus. Ja, los. Tu es. Voll auf den Arsch. Okay. Oh, schön auf die Brust. Das Geräusch ist so cool, muss ich sagen. Ich stehe auf die neuartigen Effekte, die es alle gibt. Ich brauche mal die Fackel, genau. Asgard gehört mir. So, jetzt komme ich wahrscheinlich wieder nicht hier rauf, ne? Genau, das verhindert dieses Teil, was da umfliegt. Und ich bin schon wieder ein Tiefkühlfischstäbchen. Bau etwas, womit du den Destroyer zerstören kannst. Aber ich weiß nicht, wo die Sachen rumliegen. Liegen hier Sachen? Nein, lass mich doch mal... Ey. Wo liegen denn Sachen zum Bauen? Hier vorne? Muss mir was kaputt... Muss noch... Ey, was war das denn? Ach, Teile! Ich brauche Teile! Sehr gut! Das ist mal, da hilft uns der Destroyer sogar noch. Alter, nein. Hör doch mal auf. Jetzt gib mir doch mal den richtigen. Hat sich wieder Münzen verloren. Das ist immer kacke, wenn er im letzten Moment dann auf jemand wechselt, den man gar nicht haben möchte. So. Jetzt aber wieder. Friss das! Hallo? Jetzt treffe ich. Ja, das wird ein ganz heißes Spiel heute hier. Ah, du jämmerliches Insekt! Und ich möchte jetzt erstmal... Nein, ach, lass mich doch. Da hinten die letzte Statue kaputt machen. Obwohl ich die gar nicht treffe von hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Wie soll man das denn treffen dahin? Nee, das geht gar nicht. Ey, hör doch mal auf hier, Mensch. Oh, ich muss ihm erstmal Damage machen, sehe ich gerade. Man gebe mir Tor. Dankeschön. Und wieder voll auf den Sack. So, jetzt ist er schon ganz schön schmal auf der Brust. Ja. Ja. Ihr werdet nie gewinnen. Jetzt komme ich wieder nicht darauf, ne? Nee, das klappt leider nicht. Jetzt hör doch mal auf hier. Die machen immer so einen Stress. Die kleinen Säcke. Obwohl ich es probieren könnte gleich, wenn der außer Gefecht gesetzt ist. Weil dann kann ich ja darauf gehen, ne? Oh, er legt es drauf an. Er stolziert. Also ich glaube, mit anderen Charakteren bist du hier ziemlich schlecht dran. Wenn die Feuerbälle kommen. Schmeiß mir doch mal was Schönes zu. Na los. Ja, genau das. Du sollst nicht noch mehr Schaden erleiden. Gib auf. Letzte Chance. Vorbei. Los, bau. Bau, bau, bau. Ey, nein. Weg. Hey. Und es ist immer dasselbe. Also bis jetzt ist es nicht so hammerhart schwer. Ey, jetzt habe ich ihn. Da. Den wollte ich und ich hab ihn. Wow, Alter, das war knapp. So. Das war's wieder für dich. Das ist schon mal hin. Ich schwöre, ihr werdet noch vor Ende des Tages vor mir niederknien. Ach komm, jetzt gib mir den nochmal. So. So. Ich möchte nämlich den Bonus einsacken. Aber ich treffe ihn nicht. Das ist auch schade. Jetzt doch so. So. Jawohl. Alter, das war ganz schön schwer irgendwie.
Verprügel ihn! Jetzt geht's schon auf den Kopf. Ui! Und jetzt geht's an Lokis letztes Herz. Ihr glaubt, ihr seid in der Überzahl. Nicht mehr lange. Ach, den Trick, den haben wir doch schon lange durchschaut. Mensch. Doppelgänger, wir können ihn nicht lokalisieren. Oh Gott, wir können ihn nicht lokalisieren. Das kann nicht sein. Nein, weg da, du garstige Kerl. Nein. Ey, jetzt geht aber auf den richtigen hier. Ja, geht doch. So ein Feigling. Ich werde den Tesserakt zur sicheren Verwahrung in die Schatzkammer zurücklegen. Hey, Blondie, ich sag's ja nur ungern, aber der wurde gerade von dort gestohlen. Möglicherweise ist eure Sicherheit nicht so gut. S.H.I.E.L.D. verfügt über ein ganzes Bataillon, das nur dazu dient, den Tesserakt zu bewachen. Menschen, um dieses Objekt unvorstellbarer Macht zu bewachen? Bitte, ich kann Donner und Blitz auf alle niederregnen lassen, die ihn anfassen. Aber nicht mal auf so ein kleines Ding aufpassen. Der Müllmann! Dieser Leuchtwürfel könnte mir helfen, Magneto zu finden. Ich kann Chuck dazu befragen. Ist Chuck Norris auch dabei? Das wär's ja noch. Chuck Norris als Superheld. Bifröstiger Empfang abgeschlossen. Thor ist endlich dabei. Finde ich super. Ist ein echt cooler Charakter. Der Destroyer war auch lustig. Frostriesen? Ja gut, so riesig waren die jetzt noch nicht, ne? Aber wir haben wieder gut Münzen gesammelt. Ich glaube, bei 2 Millionen können wir den nächsten Stat-Multiplikator einschalten. Und ich glaube, der ist im Moment nicht mal an, wenn ich das gerade so überdenke. Da muss ich gleich nochmal drauf gucken. Das wäre schade. Ja, wir kürzen das jetzt immer so ein bisschen ab. Ach, Stan Lee habe ich nicht gefunden. Oh, da werde ich mir was anhören müssen. Nein. Der arme Stan Lee. Jetzt fügt sich alles zusammen. Bald wirst du die Erde beherrschen. Ja, ja, aber wo ist die Energiequelle, die du mir versprochen hast? Sie ist alles, was wir brauchen. Ich weiß, wo sie ist. Wir holen sie uns von den Mutanten. Den X-Men. Nun gut, ich bin für alle Eventualitäten gewappnet. Ich werde ein paar Mitarbeiter entsenden, um die Quelle zurückzuholen. Ich habe Ihnen was mitgebracht, Professor. Das könnte uns bei der Suche nach Magneto helfen. Ich fürchte, das Einzige, was uns das beschert, ist ungewollte Aufmerksamkeit. Und ich glaube, sie ist schon da. Oh je. Das klingt nicht gut. Und das sieht nicht gut aus. So. X-Men, hört ihr mich? Unsere Sensoren melden, dass die X-Villa angegriffen wird. Begebt euch sofort dorthin, sobald ihr diese Nachricht bekommt. Oh ja, Jean Grey. Und wie heißt er nochmal? Das habe ich ganz vergessen. Cyclops, genau. Aber als allererstes... Ach, mein Multiplikator ist aus. Das ist aber doof irgendwie, ne? Wir hätten jetzt schon wieder doppelt so viele Münzen haben können, weil der ist ja mal 2. Und wie komme ich hier wieder raus? Fortsetzen. So, alles klar. Was können die... Ich glaube, die hat endlich Tele... Genau, Jean. Das ist doch die mit den telekinetischen Kräften, ne? Ja, wunderbar. Und soll man ein Schutzschild, oder wie geht das? Und er... Ich weiß schon, wie das funktioniert, ja. Das war so klar. Herrlich, komm. Nein. Oh, das war keine Absicht. Ich kann doch bestimmt irgendwas mit diesen Rasensprengern hier anstellen. Und ich bin noch nicht in der Mission. Alles klar. Dann gucke ich mich aber erstmal kurz ein bisschen um, was es hier noch so gibt. Eine Runde Tennis können wir spielen. Alles klar. So, der hat so einen Punch. Einfach den Seiteneingang. Ja, aber erst, wenn ich mich umgeguckt habe, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig.
Okay, hier ist noch was, was tiefer ist. Da komme ich nur nicht hin. Und ich habe wirklich noch nicht gecheckt, wofür diese grünen Dinger sind. Beziehungsweise hatte ich noch keine Zeit zu gucken, ob mir das vielleicht geschrieben habt. Da ist Dandy. Beruhig dich und schalt die Sprinkleranlage ein. Es nützt nichts. Er kann euch durch seine eigenen Ohren betäubenden Schrei nicht hören. Dann werde ich das machen. Wir uns kurz gedanklich in diese Person hineinversetzen. Wenn ich das mit K mache, okay? Cool. Wir steuern Stan Lee. Ist das nicht cool? Und so können wir ihn auch retten. Und das kann ich jetzt wieder so machen, ne? Oder? Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Ach, ich muss das nur gedrückt halten, ganz einfach. Okay, alles klar. Yay, wir haben Stan Lee mal wieder gerettet. Ist das nicht schön? Und da kommen ziemlich viele Münzen raus. Die ich aber jetzt noch nicht brauche, von daher. Danke. Ich war schon fast Toast. Verbrannter Toast. Haben wir gern gemacht, Stan Lee. Ich laufe gerade falsch, was? Müssen wir hier rein? Was ist das denn? Okay, und nun muss der da oben rein, oder was? Ah! Oho, ein Geheimgang. Also mit der bin ich noch nicht ganz so firm. Ich bin mal gespannt, wie das gleich läuft. Aber an sich ist das jetzt cool, auch mit jemand zu haben, der Telekinese drauf hat. Professor Charles Xaviers Institut für höheres Bildungswesen, wie der offizielle Name lautet, ist ein gewöhnliches Internat. Doch in Wahrheit dient es auch als Heimat und Zuflucht für junge Mutanten mit außergewöhnlichen Kräften. In anderen Worten, die X-Men. Und wir sind einer von ihnen, oder los, zwei sogar. Wir müssen die Studenten retten. Ui, sieht das schön aus. Cyclops, Jean, ihr müsst alle gefangenen Studenten befreien. Alles klar. Ich spüre, er ist in Gefahr. Nein, hey! Macht euch keine Sorgen um mich. Ihr Schweine! Ich bin im Cerebro-Raum sicher. Mit einem mächtigen Objekt namens Tesseract. Hallo? Kann der nicht schießen oder so? Die Fluchttunnel, damit die Studenten in Sicherheit gebracht werden können. Guck mal, die Schweine, die verwüsten unsere Blumen! Die Fluchttunnel sind natürlich versteckt. Findet und öffnet sie schnell. Warum kann ich eigentlich den Typ hier nicht abschießen? Also ich hätte jetzt gedacht, dass der seinen Strahl auch besser einsetzen kann. Ja. So. Mal gucken, was da drin ist. Ob das wieder nur Münzen sind? Ich meine, ich nehme sie alle, ne? Das ist mir gleich. Ich brauche sie auch alle. Was mache ich denn mit euch, Jungs? Erstmal verprügel ich eure ganzen Blumen. Kann ich hier noch in den Nachbarraum irgendwie? Nö, irgendwie nicht. Also ich muss noch Studenten retten. Alles klar, wie mache ich denn das? Was mache ich denn mit euch hier? Euch kann ich irgendwie nicht helfen, ne? Ah, guck mal. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ich weiß zwar noch nicht, was es mir bringt. Sprinkleranlage oder sowas? So haben wir schon mal ein paar Studenten gerettet. Yay, rutschen! Die ersten sind sicher, das ist schon mal gut. Das war ein Anfang, aber Bösewichte! Ihr Schufte! Oh, cool! Ich kann die werfen. Naja, okay. Also die gefällt mir ein bisschen besser als der. Cyclops ist mir im Moment ein bisschen zu langsam. Und da er halt wirklich gar keinen Fernkampf hat, ist das schon ein bisschen nervig. Ich finde, ein Charakter muss auch irgendwie was mit Fernkampf haben. Da oben ist wieder Deadpool. Ich weiß nicht, kann ich den irgendwie retten? Oder was will der denn von mir? So, hier ist ein Gemälde. Alles klar. Das habe ich schon gecheckt. Das kann ich jetzt wieder zerballern. Das ist wahrscheinlich der nächste Fluchtweg frei, ne? Muss ich was rausschneiden, ne? Ja, ein X. Schneiden nach Zahlen. Und das ist der nächste Geheimgang. Alles klar. Dann mal los, liebe Freunde. Dann haben wir zumindest schon mal die Studenten gerettet. Ob sie wollen oder nicht.
Ganz schön rabiat. Juggernaut! Ich bin Juggernaut! Na komm mal her, du. Alter, haut euch wieder ab. Alles klar. Ich kann ja nicht fliegen, ne? Das heißt, ich weiß nicht, wie ich jetzt oben an den Deadpool rankommen soll. Ich werde jetzt gleich mal versuchen abzuschießen, damit das irgendwas bringt, weiß ich halt nicht. Schieß das mal auf, los. So, Alter, guck mal, was da rauskommt. Und das kann ich wieder bestimmt telekinetisieren. Doch nicht, okay. Alles klar, da kann ich ja noch was bauen. Mein Gott, was es hier alles zu bauen gibt. Sind das Reparaturarbeiten? Das sind Reparaturarbeiten. Oder? Wofür brauche ich das denn? Hä, was ist das? Das ist nichts Besonderes. Nö. Alles klar, guck mal an, Deadpool. Nützt das was, wenn ich dich da irgendwie beschieße? Nö, das macht ihm gar nichts. Hier ist noch so ein Bild, aber das nützt mir auch nichts. Ich glaube, wir müssen einfach in den Nachbarraum. Hier wird es jetzt wahrscheinlich erstmal alles gewesen sein. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall später nochmal eine Mission machen, um zu sehen, was wir mit diesem Deadpool überhaupt machen können. Au, nein. Nicht gut. Stirb, Blume. Mobiliar, was auch immer. Ich hasse euch alle. Ja, dann haben wir die Hälfte da auch schon wieder geschafft. Oh, diese Münzen. Vorsicht, Gene. Er muss hier irgendwo sein. Das ist wie eine Sucht, ne? Hier bin ich. Okay, er hat sich selbst verraten, aber er ist auch nicht gerade unauffällig. Ui, guck mal, die Bärz beherrscht Blitze. Und der arme Bauarbeiter, der weiß gar nicht, was er machen soll. Jean Grey, das ist jetzt auch hier der ultimative Charakter, ne? Erstmal könnten wir hier speichern. Und ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Nein, das war jetzt komplett falsch. Los, bediene es! Sag mal. So, gespeichert ist. Wir gucken mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Moment, ich brauche bestimmt den Bauarbeiter. Zombie. Hauen kann er auch, okay? Aber ich glaube, das ist nicht so gesund. Wir sollten lieber bauen. Bisschen Wasser einschalten, dann kommen wir auch wieder durch. So läuft das nämlich. Alles klärchen. So, dann sind die ersten Feuer gelöscht. Wir können durch diese Tür gehen, aber wir bewahren uns mal auf, was dahinter für ein Geheimnis ist. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Let's Play Lego Marvel Super Heroes mit eurem Chavo. Bis dahin. Ciao.